Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Stamp und Herr Cooper, die Analyse, die Ausgangslage, die Sie hier in Ihrem Antrag und auch in Ihrem Redebeitrag, Herr Cooper, beschreiben, ist schlicht falsch. Nämlich die Feststellung, ich komme gleich dazu, auch zu der datenbasierten Beleg. Die Feststellung, nämlich die Sie in Ihren Antrag stellen, dass die Asylbewerberzahlen aus den Balkanstaaten im Laufe des Jahres kontinuierlich zurückgingen, weil die Balkanstaaten als sicher kategorisiert wurden. Weil dieser Zusammenhang, Herr Cooper, der ist nicht richtig, der ist auch hier fahrlässig, das hier so in den Raum zu stellen, denn die Entscheidung, die schütteln Sie sich mit dem Kopf, bevor ich Ihnen das nicht begründet habe. Die Entscheidung, diese Staaten als sicher einzustufen, ist Ende Oktober 2015 getroffen worden. Da war das Jahr schon fast zu Ende. Und jetzt zu den Zahlen und wie sie sich entwickelt haben. Die Kosovo-Zuwanderer hatten wir besonders Anfang des Jahres 2015 die hohen Zugangszahlen. Februar 6.913. Das war der Höchststand der Zugangszahlen aus dem Kosovo. So, sie gingen zurück, ja, aber schon direkt danach. Nämlich, wenn Sie sich dann schon mal die Juli-Zahlen angucken, 1205 und bis dann auf Oktober vor Einstufung, Herr Cooper. Wäre schön, wenn Sie sich die Ihr Gegenargumentation auch mal anhören würden. Vor Einstufung als sichere Herkunftsländer stand Oktober 619. Das heißt, von 6.913 auf 6.019 vom Oktober 619 im Laufe des Jahres ohne Einstufung als sichere Herkunftsländer. Ihre Schlussfolgerung hier, dass das das bewirkt hat, ist daher faktisch falsch und nicht nur gefühlt falsch. So, und jetzt komme ich zum Faktor Beschleunigung. Im Übrigen bei Albanien ähnlich. Und jetzt komme ich zum tatsächlichen Faktor Beschleunigung und wie ist es denn dazu gekommen, dass die Zahlen zurückgehen. Der Beschleunigungsfaktor im Verfahren selber ist nicht primär die Einstufung als sichere Herkunftsländer, sondern die Ablehnung eines Antrages als offensichtlich unbegründet. Und einen Antrag als offensichtlich unbegründet abzulehnen, Herr Dr. Stamp, können Sie auch ohne, dass diese Länder als sicher eingestuft wurden. Und das wurde bei fast allen Balkanländern, bei fast allen Asylverfahren bereits vorher auch gemacht, ohne dass sie eingestuft waren. So ist es und das ist auch nachweislich. Und diese offensichtlich unbegründete Ablehnung, Herr Cooper, hat letztlich die Verfahrensbeschleunigung bei den Fristen zur Folge. Das steht im Gesetz, das müssen Sie sich nun mal hier auch aushalten, sich das anzulehnen. Und der Rückgang dieser Zahlen hat ein weiteres, eben ohne Einstufung als sichere Herkunftsländer, begründet, nämlich, dass diese Anträge eben dann tatsächlich oben auf den Stapel kamen, schnell bearbeitet wurde, alles ohne Einstufung und dass die Menschen in ihren Herkunftsländern aufgeklärt wurden, dass sie hier keine Aussicht auf Erfolg haben, dass ihr Asylantrag abgelehnt wird, plus eine gute Rückkehrberatung. All das zusammen hat ganz von selbst ohne diese Einstufung zu dieser Rückgang dieser Zahlen beigetragen. So viel zum Thema Legenden und mal Faktencheck. So, im Ziel sind wir uns völlig einig. Im Ziel sind wir uns völlig einig. Die Verfahren von Asylsuchenden, insbesondere aus Marokko, aber für alle anderen, müssen beschleunigt werden. 2 Jahre Verfahrensdauer zum Teil können nicht hingenommen werden. Und das gilt auch für die Bleibeberechtigten, genauso richtig für die, die abgelehnt werden. Aber lassen Sie uns abschichten und die Maßnahmen angucken, die da tatsächlich zu beitragen und tatsächlich wirken und die auch tatsächlich einen Pull-Effekt auslösen. Das will ja keiner in Abrede stellen. Das ist erstens die Verfahrensdauer zu reduzieren. Das brauchen Sie keine Einstufung. Und zweitens, dass diese Länder auch wieder ihre Staatsangehörigen zurücknehmen. Das sind die beiden Dinge, die dazu führen, wenn man faktenbasiert hier argumentiert, dass diese Menschen dann auch schneller wieder in die Herkunftsländer zurückkommen. Und ja, wir haben im letzten Jahr, ich will das auch ganz offen eingestehen, wir haben im letzten Jahr diese Symbolpolitik im Bundesrat, was die Balkanländer anging, mitgemacht. Das haben wir mitgemacht. Ich sage, wir haben das mitgemacht, weil
wir hier einen Preis zahlen mussten. Das ist manchmal so im politischen Geschäft im Bundesrat, dass der Bund sich endlich an den Flüchtlingskosten hier beteiligt. Und wir haben das gemacht im Interesse unserer Kommunen, damit die Kommunen endlich auch diese Flüchtlingspauschale des Bundes bekommen. Deswegen haben wir am Ende aus staatspolitischer Verantwortung diesen Kompromiss im Bundesrat mitgemacht. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, aus Überzeugung haben wir den nicht mitgemacht. Und wir haben ihn auch nicht mitgemacht, weil er tatsächlich etwas bewirkt hat. Und deswegen finde ich Ihre Argumentationskette hier komplett falsch. Sie verwechseln hier Ursache und Wirkung, und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dann machen wir es jetzt mit Algerien und Marokko auch so und morgen sind die Probleme gelöst, ist völlig unlauter. Und versprechen Sie hier nicht den Leuten so ein dummes Zeug. Am Ende wird es nicht funktionieren.